Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video. Nicht mit mir allein, sondern... Genau. Wir haben hier zwischen uns ein Glücksrad stehen, meine lieben Freunde. Und ihr seht schon, was hier draufsteht. Beispielsweise Mayo, Thunfisch, Schinken, Frikadellen, Mais, Wodka. Wodka wird besonders lecker. Wodka-Pizza ist mein Favorite, Alter. Ich bestell immer so mit extra Wodka, bitte. Ja. Ich bestell mit Wodka und mit Oliven. Olfka heißt die. Olka heißt die. Olga. Liebt ihr auch Olka-Pizza? Ja, schreibt's in die Bewertungen. Ich habe uns ein selbst... Wie nennt man das? Was denn? Das habe ich auf jeden Fall gekauft. Ich habe so ein Pizza-Kit gekauft. Da drin ist quasi Teig, den man dann schon gar nicht mehr machen muss. Dann habe ich Tomatensauce gekauft. Die war da auch noch mit drin. Und Käse habe ich auch noch gekauft. Also das sind quasi unsere grundlegenden Zutaten. Ja. Und on top dreht sich jeder vier verschiedene Dings. Du bist in Topform, oder? Ladies first. Boah, bist du nicht eklig. Nicht als erstes was Ekliges. Boah, wenn du Wodka bekommst. Oliven. Okay, Oliven. Mit Oliven kann ich gut leben. Ich hasse Oliven. Ja, das, wie gesagt... Aber ich hatte auch mal eine Auseinandersetzung mit denen vor 17 Jahren. Wir haben dich geschlagen, Baby. Ich habe die geschlagen. Und seitdem hast du die. Seitdem hasse ich die, weil die haben mich zurückgeschlagen. Das ist ein bisschen doof. Übelst die Pussys, ne? Ja. Okay, Max erstes ist Oliven. Das heißt, ich schreibe hier mal Max hin und streiche Oliven durch. Das heißt, ich drehe jetzt zum ersten Mal. Wenn das jetzt jemand dreht, muss er dann mich auf die Pizza tun, weil der Max ist. Ja. Oh, fast hättest du mich abfüllen müssen. Apfel. Believe in yourself, be positive. Kann auch gut schmecken. Mayo und Oliven, also esse ich jeden Morgen zum Frühstück und abends esse ich es immer auch zum Frühstück. Muss die Mayo mit in den Ofen oder kann ich die am Ende drauf machen? Die Mayo musst du dir in die Nase stopfen. Finde ich so verwirrend, dieses Ding gemacht. Das funktioniert mir immer. Oh nein. Digga, Ketchup und Apfel. Ketchup wäre echt geil. Boah, ich wünsche mir Thunfisch, no joke. Thunfisch wäre geil. Mais. Mais, Oliven ist okay. Deins geht klar bisher. Mais, Oliven, klar, Mayo ist ein bisschen kacke, aber kommt drauf an, wie man sie mit integriert. Ja. Aber es hätte uns beide bisher echt schlimmer treffen können. Wodka. Wodka ist, ja. Man könnte einfach Wodka mit Chips. Ich bin halt ein bisschen erkältet, wenn ich jetzt eine Wodka-Pizza esse, Alter, dann... bin ich wahrscheinlich direkt wieder gesund. Boah, war krank überlegt. Aber ich habe auch stabilen Bizeps. Ja. Nein. Würstchen. Das ist ja no joke, das ist auch eine Pizza, die es gibt, so mit Würstchen. Safe. So New York Pizza und so gibt es so mit Würstchen drauf. Weil die lieben Würstchen in New York. Also ich meine es ernst, ich glaube es gibt wirklich so Pizza Rolls und so. Das ist jetzt nicht... Hallo. Pizza mit Würstchen, Digga. Ja? Du meinst nicht Hot Dogs, oder? Doch. Wenn ich das Thunfisch bekomme, ich werde diese Pizza nehmen und ich werde sie genießen. Ich rieche schon den Wodka. Ja, als ob! Ich wünsche mir das und dann kommt auch noch Thunfisch. Die Mayonnaise, wenn man die am Ende drauf macht, ich glaube, es wird eine geile Pizza. No joke, meine Pizza wird einfach lecker. Okay. Bitte Wodka. Wodka. Oh ja, Wodka. Frikadelle. Es kann auch okay sein. Acting. Das hier ist die Pizzabox bzw. der Pizzateig und das hier ist die Tomatensauce, die drin ist. Also das hier kommt auf jeden Fall schon mal bei uns beiden auf die Pizza drauf. Und das hier sind dann meine Toppings, nämlich einmal vegetarische Mini-Klassik-Frikadellen, dann Mini-Maika-Würstchen und das ist eine Ketchup und... Der denkt sich so, nein, stell nicht den Ketchup auf mich drauf. Könnte man denken, das ist so eine Kindergeburtstagspizza, weißt du? Also die waren alle Fußballspiele und nachher machen die alle selbst Pizza und so und dann packen die ganzen Jungs sich irgendwie Würstchen und Ketchup drauf, aber der Apfel, der ist ein bisschen ehrenlos. Wir dürfen den Scheiß jetzt nicht wieder falsch machen. Ja, no joke. Weißt du, letztes Mal, ich hab das nämlich falsch gemacht. Ja. Ich habe das komplett zusammengeknetet, weil ich so dachte, ich wäre Pizzabäcker, aber man muss es wirklich einfach so... Mach schon wieder falsch. Nee, ist richtig. Ja, man muss einfach so ausrollen, ne? Ja. Ich habe nicht die Luca Pizza 3, weil die Luca Pizza 3, meine lieben Freunde. Oh mein Gott. Ich habe keine mehr, weil ich die gegessen habe. Jetzt echt? Weil die so lecker war, ich direkt gegessen habe. Ihr könnt sie euch kaufen, wenn ihr sie sehen wollt. Gibt es überall im Rewe und Edeka und in voll vielen Märkten. Und wenn ihr dann Hunger habt, dann könnt ihr die essen, weil danach habt ihr keinen Hunger mehr. Alter, man kann keinen Hunger mehr, wenn man die gegessen hat. Ja, das ist eine Zusatzfunktion, die wir mit eingebaut haben in das Produkt. Haben das andere schon gemacht? Hm. Okay, dann kaufe ich mir sofort eine. Packung mit Pizza öffnen und den Teig zusammen mit dem Backpapier auf dem Backblech ausrollen. Nein! Ja, film nur dich, okay? Ja, film mal mein Gesicht. Ja, mach's gerade.
Ah, sehr gut. Das ist gut, oder? Füll mal jetzt mich. Füll mal jetzt nochmal mich. Und jetzt mich. Ja. Und jetzt mich. Ja. Danke. Ich glaube, die Pizza wird mir so gut schmecken. Ich habe auch so geile Zutaten gedreht. Zum Glück habe ich keinen Apfel oder Frikadellen. Spasti. Mach Cheese Bay. Mach Pizza Bay. Boah, der riecht echt gut. Ich will jetzt gar nicht mehr lange hier drum rumlabern und Schwachsinn machen, sondern wir klatschen jetzt einfach die ganzen Sachen hier mal drauf. Hier kommen so ein paar Frikadellchen hin. Boah. Boah, Junge. Das ist so eine richtige Hartz-IV-Pizza. Ja. Du musst dir so einen richtig geilen Namen für die Pizza überlegen. Irgendwie so La Romantica oder so ein Scheiß. Irgendwie sowas, wo die Leute so denken, das wäre geil und dann ist es einfach das. 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 Ich habe den Apfel jetzt auf jeden Fall in so kleine Scheibchen hier geschnitten und leg die hier einfach so zwischendurch so ein bisschen drauf. Ne? Geil. Das sieht halt geil aus, aber, also es sieht schön aus durch die Kamera, aber wenn man dann einen Schritt zurückgeht, was soll das? Ja. Boah, aber hier auf Stylo angelehnt. Das ist meine Pizza, sie sieht echt nicht so beschissen aus, aber ich glaube, egal, mach du dein Ding. Erstmal das Wasser abschütten. Ein bisschen Thunfisch. Das ist schön fresh, aus der Can. Canned Tuna. Das ist der Tuna. Alles klar. No joke, ich habe halt so Hunger, ich will, dass die Pizza lecker wird. Ich wollte, dass meine extra beschissen wird. Wie viel Zeit habe ich? Bei 10 haben wir... Ich habe gerade meine Rolex nicht an. Aber weißt du, wo ich meine Rolex an hatte? Auf TikTok, oder? In meinem neuen TikTok-Video. Ich heiße da Laser Luca. Und da kann halt die Fresse, du Lappen. Da kommt der Mais drauf, hier vorne. Ey, das Ding ist, deine Pizza sieht halt so komplett unterschiedlich aus von meiner. Meine ist so voll mit Frikadellen und Ketchup und deine ist so Mais, Thunfisch. Ja. Aber jetzt... Oh, doch, Oliven werden auch noch geil aussehen, finde ich. Damit werde ich ein bisschen sparsamer umgehen, also nicht ganz so viele. Und jetzt würdest du aber auch schon reinpacken, ne? Ja, jetzt tue ich rein, weil die Mayo kommt am Ende bei mir drauf, weil ich glaube, Mayo im Backofen ist keine gute Idee. Ja, das heißt, wir warten jetzt ein paar Minütchen bis fertig und sehen uns gleich wieder. 3 Wochen später. Die ist fertig. Zeig. Schau dir das an. Die sieht unfassbar geil aus. Deine. Deine sieht ein bisschen komisch aus. Meine sieht ein bisschen beschissen aus, muss man zugeben, Leiter. Entschuldigung. Ich nehme erstmal deine raus. Ja. Geile! Ey, die sieht richtig geil aus, deine Pizza. Ja. Das ist halt so Fleisch in die Fresse, Alter. Bei Max muss ja die Mayonnaise noch drauf, deswegen... Das war so schön. Guckt euch die Pizza mal an. Die sieht echt, also das muss man sagen, die Pizza sieht unfassbar geil aus. Meine nicht so. Aber da jetzt noch Mayo drauf. Na gut, okay. Ich mache das so, so spotwise. Oh. Okay. Bin ich ein ganz besonderer Spitzenkoch oder was? Mayo und Pizza gehören nicht zusammen. Das sollte man eigentlich nicht machen. Weißt aber du, was ein Kumpel von mir mal isst? Pizza mit Soße Hollandaise, Sucuk und Thunfisch. So habe ich auch geguckt. Ja. Dann holen wir uns mal ein schönes Stückchen, wo alles dabei ist. Von unseren Delikatessen. Ich lasse ein bisschen heiß. Hä? Ich weiß nicht, ob es gut... Die Mayo hat da nichts zu suchen. Mal hier, so probier mal ein Stück. Oh, ja, okay, so, das ist jetzt natürlich einfach Pizzatonne, ne? Sehr gut, ich probiere mal meinen Laden. Also ich habe hier jetzt ein Stückchen vegetarische Frikadelle, dann ein bisschen Apfel. Hier nehme ich noch die Maika-Wurst und hier dann die Pizza. Ich lasse ein bisschen abkühlen, weil es ein bisschen heiß. Ich bin so gespannt. Auf den Apfel vor allem. Sonst ist eigentlich auch alles geil. Gut oder wie? Was? Voll okay. Als ob. Also es schmeckt wirklich. Ja, der Apfel ist komplett fehl am Platz. Es schmeckt wirklich wie so eine Pizza, die, wie ich gerade schon gesagt habe, die man irgendwie mit 12 Jahren auf einem Kindergeburtstag sich gebacken hat. Mm-hmm. Geil, aber. No joke. Doch, aber die ist, ich finde die okay. Ich hab 3 Kinder. Ist das hier Luca Pizza 17? Ich habe 3 Kinder. Okay, ja, sorry. Von 4 Frauen. Ah. So ist das bei mir, da wo ich herkomme. Wo kommst du her? Vom Jupiter. Von den blauen Bergen? Im blauen Haus wohne ich da. Okay, perfekt. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, welche Zutaten wir eventuell bei einem Teil 2 benutzen sollen. Max ist in der Beschreibung verlinkt, da haben wir ein Video aufgenommen mit dieser wunderschönen Folie, die... Du bist unsichtbar. ...einen unsichtbar macht. Tschüssi, Wowski!